heute zeige ich euch, wie man Schwebe-Cupcakes macht. Also ich habe schon einmal so einen Kuchen mit Smarties gemacht, aber ich dachte mir, ich zeige euch das Ganze nochmal auf Deutsch. Also ihr braucht dafür M&Ms, Malteser, Skittles, zu dem muss ich dann aber später noch was sagen, Holzspießchen, Muffins und etwas geschmolzene Schokolade. Zuerst streiche ich die Cupcakes mit etwas Schokoladenganache ein und falls ihr kein Rezept hierfür habt, verlinke ich euch hier eines und in der Infobox auch nochmal. Dann nehmt ihr euren Holzspieß und etwas geschmolzene Schokolade und verteilt den darauf und gebt das Ganze dann in die Maltesers-Packung hier. Danach habe ich nochmal etwas geschmolzene Schokolade drauf getan, nur um sicherzugehen, dass es auch alles hält. Und das kommt dann für ungefähr 15 Minuten ins Gefrierfach. Ich habe dann später gemerkt, dass die Maltesers etwas zu groß sind für nur einen Holzstiel, also habe ich hier noch einen zweiten genommen, nur um sicherzugehen, dass sie dann auch später wirklich nicht runterfallen. Jetzt mache ich einfach genau dasselbe mit den M&Ms, also zuerst etwas geschmolzene Schokolade auf den Holzspieß verteilen, in die Packung geben, nochmal etwas Schokolade drauf und für 10 bis 15 Minuten in die Gefriertruhe. Wenn die Schokolade dann schön fest ist, stecke ich den Holzspieß einfach in mein Cupcake und bestreiche den Ganzen nochmal mit geschmolzener Schokolade und verteile die Mini-M&Ms darauf. Jetzt nehme ich noch ein paar von den Mini-M&Ms und verteile sie auf meinen ganzen Cupcake. Ihr könnt natürlich auch nur stellenweise verteilen, aber ich finde, es sieht einfach besser aus, wenn man das auf dem Ganzen macht. Ja, und jetzt schon, wie vorher angesprochen, zur Skittles-Packung. Also ich habe hier dann doch auch normale Mini-M&Ms genommen statt den Skittles, weil die einfach zu schwer waren. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier nicht ganz den Cupcake mit den M&Ms bedeckt, nur damit ihr seht, wie das ungefähr aussieht. Jetzt mache ich das Ganze noch mit meinen Maltesers und hier habe ich die Maltesers aber dann noch mal extra in etwas geschmolzene Schokolade getunkt, nur um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich halten, weil sie ja doch etwas größer sind als die M&Ms. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Also wie ihr seht, das ist wirklich nicht schwer zu machen, aber es hat einen richtig coolen Effekt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!